Guten Abend, heute übernehmen Sie den RB 5767-2 nach Nürnberg Hauptbahnhof. Auf dem Abschnitt zwischen Oberstdorf und Immenstadt. Mit Zwischenhalt in Langenwang, Fischen, Altstetten, Sonthofen und Bleichach. Rüsten Sie den Zug auf und lassen Sie die Passagiere zusteigen. Abfahrt ist um 17.40 Uhr. Gute Fahrt. Und damit recht herzlich willkommen zu einer neuen Fahrt im Train Simulator. Wir fahren heute mit der Talentgarnitur, Reihe 643. Und öffnen hier erst einmal die Türen, wie es von uns verlangt wird. Wir müssen uns dazu aber erst einmal in das Fahrzeug reinsetzen. Hier drinnen die Batterie einschalten. Den Führerstand aktivieren. Und dann können wir auch auf der rechten Seite die Türen freigeben. So, die öffnen sich. Ja, wir fahren Talent heute von Bombardier. Wobei Talent halt den Triebwagen bezeichnet. Das ist einfach eine Abkürzung, ein Spitzname für diesen Zug. Und das Ganze ist heute eine Dieselgarnitur, denn vom Talent gibt es auch eine, Elektroversion. Diese wird unter anderem von den österreichischen Bundesbahnen eingesetzt. So, Federspeicherbremse ist gelöst, die Luftdruckbremse allerdings angezogen. Wir schalten uns die PZB hinzu. Dann geht der Fahrtrichtungssender in Vorwärtsstellung. Die 85 hier wird aktiv. Damit ist die PZB vollkommen eingeschaltet. So, jetzt müssen wir noch ganz kurz schauen. Wir müssten irgendwie noch den Motor starten. Ich dächte aber, das geht hier per Knöpfchen irgendwo noch, ne? Dieselstart, genau. So, dann läuft hier auch der Dieselmotor an. Wunderbar. So, gucken wir uns kurz hier an das GSP, um mal schnell ein Zugziel einzustellen. Eine Sonderfahrt haben wir heute nicht, nee. Leerfahrt auch nicht. Nicht einsteigen wollen wir auch nicht haben. Vier Sonderzug sind wir immer noch nicht. Ersatzzug auch nicht. Na Mensch, kommt hier was Brauchbares? Lange Nacht Express, nein. Lange Nacht wird's nicht. Gucken wir hier noch. Nein. Wieso kommt da kein ordentliches Zugziel? Was Vernünftiges. Das ist ein bisschen zu weit weg. Auch nicht. Machen wir es mal folgendermaßen. Eisenach auch nicht so wirklich. Köln-Messe-Deutz ist auch zu weit weg. Ach. 89 nicht einsteigen. Nein, möchten wir auch nicht. Ein bisschen weit weg, Erfurt. Ich hätte mir vielleicht vorher ein Zugziel raussuchen sollen. Naja, nach Nossen wollen wir eigentlich auch nicht, aber da gucken wir dann später nochmal. So, wir schalten uns den Zugfunk ein. Wir fahren heute als 67, ne? 2. Alles klar, Zugnummer ist eingegeben. Und dann können wir auch gleich abfahren. Genau. Türen können wir schließen. So, Türen sind zugegangen. Und dann geht's los für uns. Zugbremse lösen und Abfahrt. Huch. Der ist aber heute ganz flink, der Dieseltriebwagen. Na gut. Ja, das Fahrzeug und die Strecke sind beides von RSSLO. Einen Link dazu habe ich auch nochmal unten in die Videobeschreibung reingepackt, weil ich beim letzten Mal schon relativ oft gefragt wurde, wo denn die Strecke und der Triebzug her seien. So, die Ausfahrt erfolgt hier mit 40 km pro Stunde. Und dann geht es für uns zuerst einmal nach Langenwang. Okay, laut Fahrplan sind es nur 30, die wir hier fahren dürfen. Dann halten wir uns auch da dran. Aber wir haben halt leider keinen richtigen Fahrplan hier vor uns liegen und deswegen habe ich aufgrund der Signalstellung die 40 km pro Stunde angenommen. Okay, dann können wir uns auch hier an der Stelle befreien. Wir dürfen 60 fahren. Gib ihm. So, volle Kraft voraus. Dann sind es auch gleich schon 70. Okay. So, eine Rautentafel und hier die 70, okay.
gucken jetzt auch hier noch mal ganz kurz nach einem anderen Zugziel. Das Signal dort blinkt wunderbar. Ich möchte auch nicht Köln-Messe-Deutz, das ist alles ein bisschen zu weit weg. Habt ihr nicht irgendwas Schönes hier eingespeichert aus der Gegend? Na gut, wir nehmen jetzt einfach hier mal Lichtenberg. Wo das genau liegt, weiß ich gar nicht. So, Instrumentenbeleuchtung brauchen wir noch und hier im Führerstand können wir uns eigentlich auch noch das Licht einknipsen. Dann sollen wir auf 50 runterbremsen. Die LF6-Tafel zwingt uns dazu. Oder besser gesagt, eigentlich der 1000-Hertz-Gleismagnet. Wobei der uns ja theoretisch nur auf 85 zwingt, aufgrund der PZB-Bremskurve. Okay, der Traktor hat schon angehalten, wunderbar. Und 50 dürfen wir fahren. Ja, der Talenttriebwagen gefällt mir richtig. Wir haben hier eine dreiteilige Garnitur, mit anderen Worten zwei, ich sag mal, Triebköpfe und eine Mitteleinheit. So, hier vorne dann wieder Langsamfahrt erwarten. Wir haben in diesem Fall auch die geupdatete Version von der Allgäubahn. Die Strecke selbst von RSSLO sieht ein klein wenig anders aus. Aber ich finde, ja, das Update kann sich schon irgendwo sehen lassen. Gerade die Bäume, echt schön gemacht. So, dort vorne geht's dann voraussichtlich mit 40 km pro Stunde weiter. Die Bremse zieht dann doch ein bisschen sehr stark an, merke ich gerade. Mit 40 geht's weiter. Das war knapp. Das Einzige, was mir jetzt so ein bisschen, ich sag mal, schwierig fällt, ist die Steuerung hier von dem Zug. Weil der Kombinationshebel hier, der reagiert ziemlich intensiv. Egal, ob es sich jetzt dabei um eine Bremsung handelt oder um eine angestrebte Beschleunigung, der geht ziemlich hart mit der vorgesetzten, ich sag's mal, Zieleingabe ins Gefecht. So, die Türen öffnen wir dann hier in Fahrtrichtung links, lassen die Fahrgäste ein- und aussteigen. Wir sind jetzt in Langenwangen. Ja, wir nehmen heute mit dem Regionalzug wirklich jedes kleine Kaff hier mit. So. Halt 130 Meter. Das reicht uns eigentlich voll und ganz. Okay, auf der linken Seite die Türen öffnen. Dazu wählen wir einmal hier beim Türwahlschalter die linke Seite an. Dann gehen die Türchen entsprechend auf, wenn wir die Taste T auf der Tastatur betätigt haben. Ja, und wie gesagt, das Zugziel RB26 hier Lichtenberg, das ist jetzt einfach mal fiktiv. Ich weiß auch gar nicht, ob das in Baden-Württemberg oder irgendwie in Bayern liegt. Ich glaube mal nicht. Lichtenberg habe ich auf jeden Fall schon gehört, aber ich bezweifle sehr, sehr stark, dass das hier irgendwo in der Umgebung ist. Ja, wir sind heute im Dienste von DB Regio. Besser gesagt, wäre es eigentlich DB Regio Südwest müsste es sein. Beziehungsweise hier unten steht DB Regio Bayern dran, einfach weil der Triebzug jetzt hier von RSSLO als der, ja, von der Bayern-Version gebaut wurde. 120 km pro Stunde ist unser Zug schnell, wird eingesetzt in Deutschland. Ich glaube, eine Zulassung für Österreich hat der Zug jetzt nicht explizit, aber wenn ich so die Zugsicherungssysteme anschaue, ist der sicherlich auch von den, von den Rahmenbedingungen auch dort einsetzbar. Mit dem Diesel kommen wir ja auch nach Österreich rein, ohne Probleme. So, die Türchen machen wir wieder zu.
Fahrgäste sollten alle eingestiegen sein. Und dann geht's los. So, 20 für die Autos und 20 auch gleich für uns. Jetzt ist nur die Frage, ob das die angestrebte Geschwindigkeit hier am Signal ist. Eigentlich sollte dann dahinter nochmal ein Täfelchen kommen. Ja, und die P's ganz klassisch als Pfeiftafeln. Genau, die 2 kommt dort hinten. Ich glaube, das liegt an irgendeinem dieser Bahnübergänge. Die dürfen nur extrem langsam befahren werden. Genau, das sind solche Langsamfahrstellen im deutschen Streckennetz, die wirklich sämtliche Züge um einen großen Zeitaufwand ausbremsen. Ich bin der Meinung, wenn man solche Sachen beheben würde, hätte man, gerade was die Fahrzeiten angeht, viel, viel, viel weniger Verspätungen und überhaupt von der Energie her, sage ich jetzt mal, weil wir müssen den Zug wieder abbremsen, lassen den dann wieder beschleunigen. Ja, das ist, denke ich mal, auch ziemlich unwirtschaftlich. So, hier ist nirgendwo einer zu sehen. Rechts und links, weit und breit, niemand. Wachsam, an der Stelle auch wieder. Langsamfahrt wird angekündigt. Ja, auf der gesamten Allgäubahn finden wir als vorherrschende Signalsysteme das HV-System sowie KS-Signalsystem. Außerdem in Lindau müssten wir auch teilweise noch Formsignale haben. Also die ganz großen mit den, ja, sag mal, langen Auslegern. Nächster Halt, Fischen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt bei den Fischen. So, auch hier wieder die Wachsamkeitstaste betätigt. Als ob man hier nur mit 40 fahren darf. So, wir sind hier mal Schienenraudi und fahren mit 41, 42. Und ich sehe auch gerade, wir haben hier so ein kleines Problemchen mit der Bremse. Irgendwie. Ja, genau. Ist die leicht angezogen gewesen. Ich hatte die doch eigentlich extra nochmal im Bahnhof gelöst. Die zieht auch komischerweise nicht an, wenn ich sie hier drüben betätige. Wie gesagt, die Ansteuerung ist ein bisschen kritisch, was das Bremsverhalten angeht. Aber das geht schon irgendwie. So, wir fahren an der Stelle hier mal in Fischen wirklich bis ans Ende des Bahnsteigs. Einfach damit wir auch das Hauptsignal dann noch sehen können. Wobei, wir haben hier schon einen Abfahrtsanzeiger. Können wir auch hier stehen bleiben. Weil darum ging es mir nämlich hauptsächlich. Dass wir sehen, ob wir dort vorne weiterfahren können ohne Probleme oder nicht. So, die Türen öffnen auf der linken Seite. Die Fahrgäste dürfen reinhüpfen oder gegebenenfalls auch wieder raus. Ja, der gesamte Zug ist ausgestattet mit Sitzen. In anderen Worten, wir haben eigentlich überall Sitzmöglichkeiten für die Passagiere. Wir haben auch ein kleines Fahrradabteil, beziehungsweise das sind halt diese Klappsitze, die entweder als, ja, Sitzbereich genutzt werden können oder halt für einen Kinderwagen, den man dort hinstellt, oder anderweitige, ich sag mal, Gefährte. Der Zug ist auch, ich sag mal, soweit barrierefrei, was niedrige Einstiege angeht. In anderen Worten, Rollstuhlfahrer können ja auch problemlos in den Zug hinein, insofern natürlich die Bahnsteighöhe mit der Fahrzeughöhe übereinstimmt. So, Türchen gehen wieder zu. In Fischen haben wir alle eingesammelt, die mitfahren wollen. Die Bremse wird gelöst. Ist auch vollständig gelöst und dann geht's los.
So, der PCB begrenzt uns natürlich wieder auf 45. Hier die große Gleisfeldlampe. Da denkt man immer so direkt, hier hätte mal irgendwie einen Strommast gestanden, weil es auch genau dasselbe Gitterprofil ist. Ich muss sagen, die Strecke ist wirklich richtig schön. Gefällt mir echt gut. So, da wir hier vorne 50 fahren dürfen, befreien wir uns. Oh, ist das nicht schön? Schreib mir mal deine Meinung zur Strecke unten in die Kommentare rein. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich finde sie grandios. Überhaupt das Allgäu ist ja von der, ich sag mal, Natur wirklich richtig, richtig geil. Große Wiesen, immer mal das zwischendurch so ein paar Berge. Das mag ich. Auch so, ich sag mal, diese, naja, südlichen Gebäude klingt jetzt falsch, aber man kennt sie eigentlich hauptsächlich aus Bayern und Baden-Württemberg. Diese Fachwerkgebäude dann in Kombination immer mit diesen, naja, riesigen chaletartigen Bauten. Ich weiß, es sind keine Chalets, aber das sind halt solche, ja, Holzhütchen, solche Scheunen und so weiter, die man wirklich nur in Süddeutschland bezogen auf Deutschland antrifft. In Österreich und der Schweiz ist das eine ziemlich weit verbreitete Bauweise. Gerade was diese Chaletbauten angeht, die kommen ja vor allen Dingen aus der Schweiz, soweit ich weiß. Haben dort ihren Ursprung gefunden. Es waren halt früher immer so, ja, Abstellgelegenheiten, wo man aber auch Stroh und sowas eingelagert hat. Und daraus haben sich heutzutage richtig, richtig schöne kleine Häuschen herausgebildet. Die werden auch gerade in der Schweiz gerne vermietet. Also, naja, Pensionen oder kleine Hotels. Ist richtig cool. So, nochmal hupen und dort vorne auch gleich wieder. Also ich muss ganz ehrlich noch sagen, so eine AFB hätte dem Triebwagen schon ganz gut getan. Das wäre echt noch gut gewesen. Aber wenn es in Realität nicht drin ist, dann auch nicht im Simulator. Schließlich können wir hier nicht einfach irgendwas erfinden. So, auf 80 beschleunigt. Und dann wieder in den Leerlauf. Wir müssten ja auch theoretisch hier drüben diese... Nächster Halt, Altstätten im Allgäu. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Diese Anzeige ein bisschen vergrößern können. Aber ich glaube, dass es hier nicht bedienbar, dass wir eine Anzeige darüber bekommen, wie stark die tatsächliche Zugkraft aktuell ist. Dafür haben wir hier nur diese, ja, Mini-Umdrehungsanzeigen pro Minute. So, nächster Halt Altstetten. Der Ausstieg erfolgt in Fahrtrichtung rechts. Umstiegsmöglichkeit zum örtlichen Intercity. Der Herr steht ein bisschen zu nah am Bahnsteigrand und die Dame läuft direkt auf dem Streifen. Ja, das ist wirklich so eine Sache, die würde ich mir im Train-Simulator ein bisschen anders wünschen. Okay, also die Umstiegsmöglichkeit zum Intercity besteht schon mal nicht, weil der schon wieder losfährt. Ich denke mal, der hat hier auch keinen planmäßigen Halt, was das Aussteigen angeht. Der wird hier nur einen Zwischenstopp gemacht haben, damit eben die Passagiere oder damit der Zug überhaupt uns begegnen kann an der Stelle. Na, schon ganz gut hier drin voll. Ein paar Sitzplätzchen sind noch frei. Altstetten im Allgäu. Warst du auch schon mal im Allgäu? Beziehungsweise, was sind deine Erfahrungen dort gewesen? Schreib's mal unten rein. Interessiert mich brennend. Ich selbst würde nämlich dort gerne mal wieder Urlaub machen.
beziehungsweise überhaupt mal dort Urlaub machen, weil zuvor war ich eigentlich nur in Bayern zum Urlaub machen, also gesagt in Oberbayern. Aber Allgäu fehlt mir noch auf meiner Liste. Vielleicht hast du auch eine schöne Empfehlung, was eine Pension oder ein Hotel angeht. Würde ich mich natürlich auch drüber freuen. Einfach mal unten reinschreiben. Kommt gut an. So, heute geht's. Streckenkilometer 11. Die Ausfahrt hier dann sicherlich auch wieder mit 80, ne? Genau. Nächster Halt dann Sonthofen, Bahnsteig 1. Also in Sonthofen müsste es doch auch nochmal in Österreich geben, ne? Was war denn das jetzt mit der Kuh? Habe ich das richtig gesehen? Okay. Die Kühe vermehren sich. Hat sich Etta einen Spaß erlaubt. Mann, sowas hatten wir doch jetzt. Hatten wir sowas nicht letztens schon mal auf der Mittenwaldbahn? Als wir mit der 423 gefahren sind. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal sowas. Ach nee, da hat einer sich auf ein Schaf draufgesetzt. Genau. Na klar, ist was ganz Natürliches. Die Tiere müssen sich natürlich auch irgendwann paaren. Und in dem Fall haben wir so jetzt hier mal mit der Kamera aufgenommen. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht, aber na gut. Es gibt für alles ein erstes Mal. So, wir rollen weiter. Und zwar in Sonthofen. Da werden wir dann wieder langsamer, denn das Kreissignal dort vorne kündigt eine Geschwindigkeit von 60 km pro Stunde an. So, gehen wir an der Stelle in den Leerlauf. Den Rest sollte dann eigentlich der Rollwiderstand bzw. der Windwiderstand, Luftwiderstand erledigen. Nächster Halt, Sonthofen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau, ich glaube auf der Ennstalbahn. Auf der Ennstalbahn müsste es auch noch einen Sonthofen geben. Oder war das Pfaffenhofen? Kann jetzt sein, dass ich mich da irre. Aber ich würde so zu 40% wetten, dass es auch in Österreich auf der Ennstalbahn einen Sonthofen gibt. So, 60 dürfen wir sogar fahren. Wir sind hier schon bei 50. Mensch, wir machen hier DB Regio keine Ehre, wenn wir so viel Verspätung reinbringen. So, die 85 darf dort ruhig vor sie hin blinken. Damit habe ich kein Problem. Der Ausstieg erfolgt auch hier wieder in Fahrtrichtung links. Nein. Höchstwahrscheinlich in Fahrtrichtung rechts. Korrektur. Gibt es ja auch im echten Regionalzug öfters mal. Das Geilste war, da hatte ich dreimal im Zug als Passagier die Ansage gehört. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Dann nochmal Ausstieg in Fahrtrichtung rechts und dann wieder Ausstieg in Fahrtrichtung links. Richtig cool für die Fahrgäste. Die Frage ist dann, wo soll man aussteigen? Das nennt sich dann Eisenbahn-Bingo. So, wir stehen. Türen auf der rechten Seite auf. So, drüben stehen ein paar Container. Von HDL, hab dich lieb. Neue Spedition. Dann Arsan Global Logistik. BGL. Ein ziemlich großes Bahnhofsgebäude, dafür, dass es eigentlich nur drei Gleise sind. Ach schön, hier auch ein Mini-KS-Signal. Diese kleine Bauweise wird halt dann bevorzugt hingestellt, wenn zum Beispiel sowas hier, ich sag mal, zustande kommt, dass man einen, ja, einen Schutzweg, sag ich mal, mit einberechnet, wo halt der Zug, wenn er das Signal tatsächlich überfahren sollte, dass er dann noch da drin stehen bleibt und halt nicht in diesen Gefahrenbereich reinkommt. Dadurch ist man halt gezwungen, dieses Signal eher aufzustellen. Damit das Ganze aber nicht vom Bahnsteigsdach überdeckt wird, hat man sich dann für eine solche, ja, kleine Variante des KS-Signals entschieden. Auch ganz putzig. Gut, wir müssen aber sicherlich schon weiter. An der Stelle die Türen zu. Nächster Halt ist dann Blechach, Bahnsteig 1. Und ab die Post.
Ja, genau, Durchrutschweg nennt man das. Damit eben, wenn der Zug hier eine Signalverfehlung hat, dass er dann noch durch den 2000er rechtzeitig zum Stehen kommt. So, Ausfahrt hier mit 60 auch, genau, wunderbar. Dann gib ihm. Und Stoff. Ah, hier drüben bauen die scheinbar ein Haus. Da ist so ein LKW mit Kran direkt. Ja, ist auch mal was Cooles. Sieht man auch nicht jeden Tag. So, da vorne blinkt ein weißes Lämpchen. Das ist dann sicherlich das BU-Signal. Für den Bahnübergang. Genau. Würde das weiße Lämpchen nicht blinken, auch schon öfters erwähnt, dann müssten wir hier die Wachsamkeitstaste drücken und den Zug vor dem Bahnübergang zum Halten bringen. Entsprechend dann den Bahnübergang sichern. Sicherlich auch nochmal in Rücksprache mit der Fahrdienstleitung gehen und dann entsprechend den Bahnübergang nach erfolgter Sicherung überfahren. Die Rautentafel, welche wir hier gerade auf der rechten Seite in Fahrtrichtung gesehen haben, ist auch eine Signaltafel, die relativ typisch für Nebenbahnen ist. Auf Hauptbahnen trifft man die eher selten an. Und dort vorne sehe ich schon wieder die nächste LF6-Tafel. Mit anderen Worten, wir dürfen gleich wieder abbremsen. Auf 60. Hä? 60 hat man doch sowieso. Na gut. Bleiben wir eben bei der Geschwindigkeit. Nee, 80 steht hier drin. Dann habe ich tatsächlich die 80er-Tafel übersehen. Aber beschleunigen brauchen wir dann auch nicht mehr an der Stelle, weil das lohnt sich wirklich nicht mehr. Das sieht auch cool aus. Wie so eine Rakete, die gleich starten wird. Sicherlich nur ein Silo. Wir kommen. Und der Traktor darf stehen bleiben. Nächster Halt, Bleichach im Allgäu. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das ist auch cool. Da hockt der Bauer auf seinem Trecker. So, 80 darf gefahren werden. Und die Überwachung erfolgt auf 85. Dran denken, Bahnsteig kommt gleich. So, ich wollte schon sagen, die können was, was ich nicht kann. Dabei schweben die gar nicht. Und 60 dann hier, okay. So, der Ausstieg. Dieses Mal wirklich in Fahrtrichtung links. Nicht wie zuvor falsch angenommen bei dem letzten Halt auf der anderen Seite. Oh, komm, bremsen, bremsen, bremsen. Braver Triebwagen. Genau, Bleichach im Allgäu. Halten wir auch direkt hier neben dem Zustieg. Wieder auf Gleis 1. Ach ja, Mann, richtig schönes Wartehäuschen hier, sehe ich gerade. So, aber nicht allzu sehr in diese Strecke verlieben, denn wir sollen ja auch gleich wieder hier wegfahren. Aber zuerst einmal die Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. So, während die Leute zusteigen, können wir uns mal ganz kurz die Ortschaft so ein bisschen anschauen. Ja, man sieht halt auch einfach wirklich, wie echt schön ausgestaltet das Ganze hier wurde. Klar, man hat hier überall einfach ein bisschen Gras dazwischen gemacht. Finde ich aber auch gar nicht mal so schlimm, weil es geht ja für uns primär um die Strecke, beziehungsweise das, was wir halt vom Triebwagen aus sehen. Und das Update hier hat schon wirklich einiges verändert. Gerade hier auch das Bahnhofshäuschen. Ich glaube, das ist jetzt auch erst mit dem Update eingeführt worden. Mir ist nicht bekannt, dass das zuvor dort schon stand. Aber auf jeden Fall sieht echt geil hier gerade alles aus. Und ich freue mich wirklich drüber, das Update hier ausprobieren zu können.
So, wir machen die Türchen wieder zu, lassen die Fahrgäste im Zug drinne. Wer jetzt drin ist, muss mitkommen. Und dann geht's als nächstes nach Immenstadt. Zum Bahnsteig 3A. Genau, das dürfte auch der letzte Halt für heute sein. Dann hätten wir es geschafft. Ja, wenn das Interesse groß genug ist, dann werden wir uns auch auf der Allgäubahn ein weiteres Mal einfinden. Dazu einfach mal unten drunter in die Videokommentare schreiben, ja, ob Interesse besteht oder nicht. Ich persönlich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, hier noch ein Ründchen mehr zu drehen. So, auf 80 wollen wir wieder. Und so richtig im Fahrplan sind wir heute auf keinen Fall. Denn wir haben hier oben schon in der Fahrplanübersicht überall, ja, eigentlich überall, außer am Anfang ein X drin. Wobei das X jetzt an der Stelle leider nicht den Schatz markiert, sondern einen nicht erfolgreichen Halt aus Sicht des Train Simulators. Das muss aber noch nicht mal unbedingt heißen, dass man unpünktlich war, sondern manchmal registriert er auch einfach nicht, dass man wirklich an dem Bahnhof angehalten hat, denkt dann, also der Simulator, denkt dann, dass man durchgefahren wäre, klatscht einander da oben so ein X rein, also ja, von der Bewertung dort oben am besten nicht unbedingt tangieren lassen. Ist so ein bisschen nebensächlich. Und grundsätzlich sage ich ja sowieso, im Train Simulator geht es uns darum, ja, einfach die Faszination der Eisenbahn auszuleben, Spaß zu haben gemeinsam, ein bisschen was Neues zu entdecken und gesund und munter am Zielbahnhof anzukommen. So, mehr Stoff. Jetzt ist mal so ein bisschen schwierig einzuschätzen, wann denn der tatsächliche Bahnsteig kommt. 2 Kilometer haben wir noch. Das ist noch ein ganzes Stückchen. So, die Autos überholen wir alle. Sieht aus wie ein Tesla, oder? Elektroauto bin ich bisher nur einmal gefahren und das war ein Mercedes. War verblüffend, wie schnell die Kraft wirklich von dem Fahrzeug, ja, umgesetzt wird und wie man dann auch spürt einfach, dass man da so richtig in den Sitz reingepresst wird. Das war aber auch wirklich ein Fahrzeug, wo man, naja, ich weiß gar nicht, sagt man bei einem Elektroauto PS, also Pferdestärken. Auf jeden Fall ein sehr kraftvolles Fahrzeug. War so ein Geländewagen. Und ja, richtig cool. So, dort vorne dann Halt erwarten. Weiterfahrt mit 60. Da bekommen wir dann sicherlich beim nächsten Hauptsignal einen 500er reingedrückt. Nächster Halt, Innenstadt. Ausstieg. Genau, in Fahrtrichtung links. Auch wie schön die Bahnübergänge ausgestaltet wurden. Überall diese kleinen Geländer, damit eben keiner irgendwie aufs Gleis rennt. So, dann müssen wir noch ein bisschen aufpassen, denn hier gibt es überall ein paar Gleissperrsignale. Nicht, dass man uns die irgendwo in den Weg gestellt hat und da eins auf Halt steht. Dann hätten wir nämlich ein Problem, wenn wir drüber rutschen. Also an der Stelle ein wachsames Äuglein. Ach, schön. Ein Dosto. Und hinten dran die 245. Ja, die Trax-Variante als Diesellokomotive. Ne? Kommt auf unserem Gleis? Ja, der kommt auf unserem Gleis. Das ist nicht so gut. Was hat der auf unserem Gleis zu suchen? Na gut, wir stehen auf jeden Fall schon mal am Bahnsteig. Dann machen wir es jetzt einfach folgendermaßen. Wir öffnen an der Stelle die Türen, lassen die Fahrgäste in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Das ist jetzt ein bisschen, ja, nicht so gut, dass uns der Zug hier entgegenkommt.
Türen öffnen sich gerade leider nicht. Wir müssen, glaube ich, noch ein Stückchen vorziehen. Da wir eigentlich... Ah, okay. Alles klar. Hier ist nochmal ein Schutzsignal dazwischen. Dann machen wir das folgendermaßen. Die Türfreigabe nehmen wir zurück. Wir tun jetzt so, als hätten wir beim Fahrdienstleiter angerufen. Der hat uns gesagt, wir dürfen weiterfahren. Langsam bis an den Zug ranziehen. Ich gehe mal stark davon aus, dass diese Triebzüge dann hier vereinigt werden. So, auch möglichst mit Schrittgeschwindigkeit nur auf den Zug zu fahren. Ja, das gibt's eben manchmal. Und dann ist es halt, wie gesagt, auch relativ wichtig, dass man hier an den Bahnsteigen darauf achtet, ob man eben so ein Schutzsignal dazwischen hat. Also in dem Fall jetzt einfach ein Gleissperrsignal oder nicht. Weil wenn man da natürlich auch dran vorbeifährt, ist es genauso wie bei jedem anderen roten Signal eine Signalverfehlung. Und erschreckenderweise gibt es davon sogar in Deutschland pro Jahr relativ viele. Ja, ich habe von 500 oder 600 Signalverfehlungen im letzten Jahr gehört. Also es ist schon wirklich eine beträchtliche Menge. Ja, die meisten davon geschehen natürlich dann, wenn, ich sag mal, gerade Fahranfänger neu auf den Gleisen unterwegs sind. Das ist so, denke ich mal, die häufigste Situation, wo es zu Signalverfehlungen kommt. Aber meistens ist halt dabei auch nichts wirklich passiert. Da geht es um ein paar Meter, die man vielleicht drüber hinausgerutscht ist, übers Ziel. Natürlich schlimm, klar, keine Frage. DB Notfallmanager wird dann auf jeden Fall verständigt und Ablösung an Ort und Stelle. Aber, naja, dazu mal mehr in einem der nächsten Videos. So, ich verabschiede mich an der Stelle, bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und Zeit. Das Wichtigste, was du mir in dieser, ja, Zeit, sag ich mal, oder in diesem Video opfern konntest. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und allzeit gute Fahrt, dein Think New Fly New.